Ja, wir sind live. Guten Tag. Willkommen zum Gespräch Reclaim Your Face. Thema dieser Runde ist, wie wir rote Linien für Projekte der automatischen Gesichtserkennung in der Schweiz setzen können. Ich möchte zuerst meine Gäste begrüßen. Wir haben hier die Datenschützerin Dominika Blonski, Nationalrat Balthasar Glättli und Jana Honecker von der Digitalen Gesellschaft. Ich selber bin Patrick Walder von Amnesty International und mache heute hier die Moderation. Wir haben direkt vorher den Vortrag gehört von Andreas Geppert, eine Einführung ins Thema der biometrischen Überwachung. Wir brauchen deshalb hier die Basics nicht mehr zu besprechen. Wir reden über Gesichtserkennung zur Identifikation und über die Frage, wie wir diese neue Form von Überwachung in der Schweiz verhindern können oder eben rote Linien setzen können. Und zwar machen wir das aus drei Perspektiven: Datenschutz, Politik und Zivilgesellschaft. Wir haben eine halbe Stunde Zeit hier auf dem Podium, danach 15 Minuten Fragen aus dem Publikum. You are now muted. You are now unmuted. Ich war gemutet kurz. Also halbe Stunde im Podium, 15 Minuten Fragen aus dem Publikum. Danach haben wir auch noch einen Chat, wo man uns Fragen stellen kann in der Lounge nach diesen drei Viertelstunden. Ich beginne mit Dominika Blonski. Sie ist sicher die Top-Expertin in dieser Runde. Sie hat eine Doktorarbeit verfasst über biometrische Daten. Und sie ist seit Mai 2020 die oberste Datenschützerin des Kantons Zürichs. Herzliche Gratulation zu dieser Stelle und dieser Aufgabe. Frau Blonski, Sie müssen als Datenschützerin Projekte auf Ihre Datenschutzverträglichkeit prüfen. Sind auf Ihrem Pult schon Projekte der Gesichtserkennung gelandet zur Prüfung und wie haben Sie diese beurteilt? Ja, danke für diese freundliche Einführung. Das ist so. Ich möchte ganz kurz sagen, die biometrischen Daten, die liegen mir tatsächlich ganz nahe an meinem Herzen. Also ich habe mich lange mit diesem Thema befasst und ich habe mich schon lange dafür eingesetzt, dass diese Daten als sensible, besonders schützenswerte Daten qualifiziert sind. Und so freue ich mich sehr, dass wir hier genau dieses Thema besprechen können. Was ganz konkret bei mir auf dem Tisch ist oder war, kann ich in dem Sinne nicht sagen. Es ist aber so, also ich kann gerne an einem Beispiel auch aufzeigen, wie ich in einem solchen Fall vorgehen würde. Es gibt aber auch, also es gibt ja bekannte Beispiele, wo die Gesichtserkennung auch schon insbesondere im Kanton Zürich eingesetzt wird, beispielsweise am Flughafen, wenn wir gibt es ja diese Säulen, wo man bei der Einreise selbst einen biometrischen Check machen kann mit dem Pass. Es gibt auch im privaten Bereich, soweit ich weiß, also zum Beispiel in Rechenzentren Zugangskontrolle oder in Fitnessclubs und so weiter, wo dann mit bei einem Jahresabo beispielsweise mit biometrischen Daten der Zutritt gewährt wird. Das sind so konkrete Beispiele, ja. Okay. Wie wäre das, wenn die Kantonspolizei Zürich jetzt ein Projekt der automatischen Gesichtserkennung starten möchte? Sie würden vielleicht nicht gerade die ganze Stadt Zürich damit überwachen wollen, aber vielleicht eine Kamera aufstellen gegenüber einer Moschee, die einen schlechten Ruf hat, um dort die Besucherinnen zu identifizieren, die da ein- und ausgehen. Wäre das nicht eine sehr gute Idee? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, also da würde ich sicher sehr, sehr hellhörig und gerne ein bisschen konkreter hinschauen. Also ja, wie gesagt, die biometrischen Daten sind sensible Daten. Und gerade wenn es dann um eine automatisierte Gesichtserkennung geht, also wenn man das vergleicht mit einer normalen Videoüberwachung, dann wird einfach überwacht, Personen gehen durch. Man sieht, das ist eine Frau, ein Mann vielleicht noch, aber mehr eigentlich grundsätzlich nicht. Und sobald es dann verbunden ist mit dieser biometrischen Erkennung ganz grundsätzlich, kann man die Personen auch identifizieren. Und noch viel mehr, wenn es dann wirklich automatisiert abläuft, das ist wirklich so eine Kaskade nach oben. Wenn es wirklich automatisiert ist, dann, also wenn jemand durchgeht, also wenn ich durchgehen würde, würde man gleich meinen Namen dabei sehen. Dominika Blonski läuft nun vor dieser Moschee durch. Und ich denke, was bei der Moschee auch noch nicht vergessen werden darf, ist, da kommen noch weitere Grundrechte natürlich dazu.
die Religionsfreiheit. Also wenn sich die Personen in diesem Bereich aufhalten, ist je nachdem auch dieses Datum über die Personen erkennbar, also wenn jemand da hineingeht und so weiter. Was ich mir da auch noch die Frage stellen würde, ist insbesondere die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also also ist es wirklich notwendig, so weit zu gehen und eigentlich alle Personen zu überwachen und auch gleich automatisiert zu identifizieren, die sich in diesen Bereichen aufhalten, die dort durchgehen. Und da denke ich, müssen wir dann die Verhältnismäßigkeit schon genauer anschauen. Also das wäre sicher das Hauptthema in diesem Beispiel. Verhältnismäßig ist natürlich ein weites Feld, ein großes, wichtiges Thema. Aber wenn man denkt, dass jetzt in dieser Moschee besonders gefährliche Leute sind, dann glaube ich, ist die Politik dann manchmal sehr schnell bereit, das als besonders verhältnismäßig zu sehen. Herr Glättli, damit sind wir bei der Politik gelandet und ich komme zu Ihnen. Sie sind ebenfalls ein Experte im Digitalbereich, Gründer einer Tech-Firma in Zürich, Nationalrat der Grünen und seit Juni 2020 auch der Präsident der Grünen Partei in der Schweiz. Auch Ihnen herzliche Gratulation zu dieser Aufgabe. Wenn jetzt also ein solches Projekt ins Parlament kommen würde, ja, gibt es das schon? Gibt es solche Diskussionen im Parlament über solche Projekte der Überwachung, automatische Gesichtserkennung? Gab es da schon Vorstöße in diese Richtung? Wie schätzen Sie das ein? Ja, zuerst auch herzlichen Dank für die freundliche Einführung und überhaupt für die Einladung. Und auch, dass dieses Thema hier so einen wichtigen Platz findet. Wir haben in den letzten Jahren verschiedenste Vorstöße, vor allem für mehr Überwachung und auch Gesetzesvorlagen für mehr Überwachung behandelt. Ich habe extra noch eine Recherche machen lassen, dass zum Thema automatische Gesichtserkennung der einzige Vorstoß, der das thematisiert hat, war eine Interpellation, also eine Anfrage von Franz Grüttel von der SVP, die quasi diese Frage gestellt hat, aber eher so im technischen Sinn, also wie ist überhaupt die rechtliche Grundlage und aber schon mit einer durchaus im Sinne des datenschutzkritischen Haltung. Ich muss allerdings in diesem Kontext eben auch sagen, dass natürlich da zum Teil wir Alliierte haben, auch bei der SVP, aber sobald es dann um den Sicherheitsstaat geht, also um das Beispiel mit der Moschee, um da ganz konkret zu werden, dort hätten wir natürlich dann keine Verbündete mehr auf der rechten Seite. Was es gibt auf der Ebene Bundesgesetz, ist im Bereich des Ausländerrechts gibt es eben die, also im Ausweisgesetz und gibt es entsprechende Bestände zur Gesichtserkennung und eben im AIG, im Ausländer- und Integrationsgesetz, gibt es einen Artikel 103, wo das geregelt wird mit der automatischen Überwachung beim Flughafen, also dieses konkrete Beispiel der heutigen Anwendung. Die Frage, wie es jetzt allenfalls eben auch so quasi zu mehr solcher Überwachung kommen könnte, die stellt sich dann jeweils immer erst bei konkreten Gesetzesvorlagen. Also der Datenschutz hat ja immer zwei Teile, sage ich mal so. Der eine ist der ideelle und der andere ist der juristische. Ideell ist der Datenschutz der Schutz der Privatsphäre und juristisch ist Datenschutz, dass die Privatsphäre nur verletzt werden darf, wenn es ein Gesetz gibt, das dies erlaubt. Und das sind wie zwei unterschiedliche Ansätze. Und das ist, denke ich, auch für Sie, Frau Blonski, für jede Datenschützerin, jeden Datenschützer immer ein Spannungsfeld zwischen dem quasi materiellen Schutzinteresse einerseits und dann aber eben auch der Rückbindung, dass natürlich dann ja, bei der Kontrollaufgabe nur noch geschaut werden kann, werden die Gesetze eingehalten und wenn die zu viel erlauben, dann
ja, bleibt dem Datenschützer, der Datenschützerin nur der Appell an die Politik, eben die Grundwerte des Datenschutzes höher zu gewichten. Also in anderen Worten, die Datenschützerin würde das problematisch sehen, so eine Kamera vor der Moschee, aber in der Politik, wenn man sieht, okay, vom Datenschutz her ist es nicht möglich oder es braucht ein Gesetz, dann machen wir halt ein Gesetz. Das ist ganz genau, was Sie sagen. Und die Gefahr wäre dann da, dass, weil man weiß, alle wissen das in der Schweiz, es gibt wirklich gefährliche Moscheen. Wir müssen jetzt diese überwachen, also machen wir ein Gesetz zur Überwachung von Moscheen, oder? Und wie groß schätzen Sie das Risiko, Herr Glättli, dass ein solches Gesetz in naher Zukunft kommen könnte und dann auch die Mehrheit finden würde? Ich würde dieses Risiko relativ hoch einschätzen. Allerdings meinte ich, vermutlich wird es weniger kommen auf der grünen Wiese, sondern dann als Reaktion, zum Beispiel wenn es irgendeinen Anschlag gibt oder eine spezifische Situation, wo man sagt, wenn man dieses Mittel gehabt hätte, dann hätte man das doch verhindern können. Ich nehme ein Beispiel, wie das sonst auch einen Einfluss hat. Also bezüglich der kodierenden oder nicht kodierenden Teile der DNA. Also es gibt Teile, die sagen nichts darüber aus, wie man aussieht, welche körperlichen Eigenschaften man hat. Das sind die, die man bis jetzt speichert, wie ein Fingerabdruck, der auch nichts darüber aussagt, ob ich jetzt dick, dünn, groß oder klein bin, blau oder nicht blauäugig. Als das letzte Mal vom Bundesrat quasi theoretisch zur Diskussion gestellt wurde, anfangs des Jahrtausends, da war von links bis rechts einhellige Ablehnung gegenüber der Verwendung dieser kodierenden Teile. Und dann gab es ein sehr schlimmes Verbrechen. Und jetzt geht das quasi wie Butter durchs Parlament, dass man eben entsprechend die kodierenden Teile auch verwenden können sollte. Also solche Einzelereignisse können dann schlechte Auswirkungen haben. Also Jana Honecker, wir hören, das Risiko ist hoch. Es gibt eigentlich keine Begrenzungen, die da im Weg stehen, rote Linien. Also es gibt den Datenschutz, der das kritisch sieht, aber dann kommt das Parlament und macht ein Gesetz. Frau Honecker, Sie sind ebenfalls Tech-Expertin, Sprecherin des Chaos Computer Clubs und Mitglied bei der digitalen Gesellschaft, aktiv in verschiedenen Projekten im Bereich Überwachung, Medienkunst und so weiter. Sie sind aktiv in der europäischen Initiative Reclaim Your Face, von der wir uns heute den Namen geliehen haben für diese Veranstaltung hier. Was fordert und macht diese Initiative Reclaim Your Face? Ich höre Sie nicht. Jana ist gemutet. Sorry. Jetzt geht's, danke. Reclaim Your Face ist eine Organisation, eine Aktion der EDRI, und EDRI hat letztes Jahr aufgerufen, alle an einen runden Tisch eingeladen, inklusive der europäische Datenschutzbeauftragte, und dort wurde alle möglichen verschiedenen Beispiele aus europäischen Ländern zusammengetragen, inklusive auch Schweizer Beispiele. Und wir haben jetzt gemeinsam daran gearbeitet, eben braucht es ein Moratorium, braucht es Gesetze, braucht es eine Änderung? Und wir waren uns einstimmig einig, es braucht ein Gesetz, es braucht ein Verbot, ein Moratorium, es ist nicht genug. Wir haben es, diejenigen, die den Vortrag vorher gehört haben von Andreas Geppert, Amazon und verschiedene Firmen haben ein Moratorium freiwillig erstellt für ein Jahr, aber eigentlich nur, damit sie nachher den gesetzlichen Freipass bekommen, um diese Technologie zu verkaufen. Also wir stehen kurz vor einem großen Schwall, wo diese Technologie Einzug finden wird. Und darum setze ich mich stark dafür ein, dass es eine Gesetzesgrundlage geben muss. Jetzt gibt es diese europäische Initiative, wo man eben Unterschriften sammelt, 1 Million Unterschriften im EU-Raum für ein solches Verbot auf EU-Ebene. Nun sind wir ja bekanntlich nicht in der EU, in der Schweiz. Wie gehen Sie dieses Thema jetzt in der Schweiz an, Jana Honecker? Ja, da sind wir jetzt in der
Digitalen Gesellschaft Schweiz sind wir noch in der Diskussion, wie wir das machen möchten. Eine Idee ist, dass wir uns andere Beispiele wie zum Beispiel San Francisco oder verschiedene Städte auf der ganzen Welt uns gleich tun und versuchen einmal ein städtisches Verbot hinzubekommen und mal zu sehen, wie das funktioniert und was sind die Problematiken. Okay, Frau Blonski, zurück zu Ihnen. Also Reclaim Your Face fordert ein Verbot, zunächst auf europäischer Ebene oder dann auch in der Schweiz, vielleicht in Städten. Nochmals, wäre das eine Möglichkeit? Braucht es das überhaupt oder braucht es nicht eher eine konsequente Durchsetzung des Datenschutzes? Weil eigentlich, wie Sie sagen, selbst vor einer Moschee, die man vielleicht für gefährlich hält, haben Sie da große Fragezeichen. Ganz anders absurd wäre es, quasi eine ganze Stadt zu überwachen. Also was schlagen Sie vor? Wo müssen eigentlich rote Linien gesetzt werden? Ja, also ich denke, ein wichtiger Punkt wurde bereits angesprochen. Ich persönlich verstehe diese Forderung und kann vielleicht jetzt aufzeigen an diesem Punkt, was häufig geschieht. Es kommen neue Technologien auf uns zu und das soll auch so sein. Also diese Entwicklung soll möglich sein und wir sollen auch damit umgehen und damit arbeiten. Ich denke, dass wir uns aber schon bewusst sein müssen, dass in gewissen Fällen eine Technologie beispielsweise eingeführt wird, je nachdem auch als Pilotversuch. Es wird getestet und man sieht, ah doch, das funktioniert ganz gut. Wir möchten das gerne haben. Wir machen nun ein Gesetz dafür und wir brauchen es zwar nur in diesem und diesem Bereich und ganz eingeschränkt und nur bei ganz schlimmen Straftaten und nur mit all diesen Ausnahmen. Und dann entwickelt sich das immer weiter und man geht dann auch immer weiter. Es gibt wirklich auch Beispiele, ich habe auch in der EU gesehen, wo man zunächst Fingerabdrücke, jetzt um ein anderes Beispiel von biometrischen Daten zu nennen, wirklich auch nur für die Strafverfolgung verwenden wollte oder nur für die Ausweiskontrolle und so weiter. Und so wurde das dann immer ausgeweitet auf weitere Verwendungsbereiche, indem das Gesetz dann einfach erweitert wurde und eigentlich kein großer Widerstand auch entstand. Also es rutscht einfach durch sozusagen. Und ich denke, da müssen wir uns schon bewusst sein. Also einerseits diese Technologie, die sich auch wirklich entwickeln soll und uns auch weiterbringen soll. Und gleichzeitig auch, dass wir uns dann die Risiken bewusst sind und dann schlussendlich auch juristisch uns überlegen, wie wir das mit Gesetzen oder mit Vorschriften dann wirklich in den Griff bekommen. Oder je nachdem sagen, wir wissen noch nicht, wie das genau sich entwickeln wird und wir bremsen jetzt mal zunächst. Also insofern verstehe ich diese Forderung und diesen Wunsch. Und bei biometrischen Daten, ich habe zu Beginn gesagt, das sind sensible Daten und das liegt mir wirklich am Herzen. Und ich sehe dann schon, dass wir da strenger sein müssen, beziehungsweise gut überlegt vorwärts gehen sollten. Sie sagen, das ist ein schleichender Prozess. Ja, wir kennen schon die Gesichtserkennung vom iPhone. Dort geht es zwar nicht um Identifikation, es ist eine Verifikation. Das Gleiche beim Flughafen, auch das ist eine Verifikation, 1:1 Überprüfung und nicht dass man Gesichter in einer großen Masse identifiziert und erkennt. Aber es ist ein schleichender Prozess im Gang. Und ja, also würden Sie jetzt, wo setzt man die roten Linien? Das ist wirklich die Frage. Und wie können wir diese erreichen? Weil wenn jetzt eben im Parlament von Herrn Glättli so ein Gesetz für, sagen wir, eine Moschee gemacht wird, haben Sie als Datenschützerin dann noch etwas zu sagen zu diesem Gesetz? Werden Sie dort angehört oder wird dann etwas gemacht, was aus Ihrer Perspektive vielleicht überhaupt nicht verhältnismäßig ist? Sie haben das Thema vorhin am Anfang angesprochen. Können Sie dort noch eine Rolle spielen? Ja, also im Rahmen von Vernehmlassungen sind wir natürlich auch involviert im Gesetzgebungsprozess in einem gewissen Sinne. Und was ich ganz zu Beginn noch aus der Diskussion dachte, ist, dass Gesetze müssen natürlich auch verhältnismäßig sein. Also
Es ist dann nicht so, dass wir einfach ein Gesetz schreiben können und sagen, okay, wir haben die Rechtsgrundlage und jetzt schauen wir noch, dass wir sie verhältnismäßig umsetzen. Die Gesetze selber müssen auch schon verhältnismäßig sein. Und also es kann nicht eine gesetzliche Grundlage entstehen, die dann nicht verhältnismäßig ist. Und ja, das ist dann dort eine gesellschaftliche, in einem gewissen Sinn, Entscheidung, wie weit wir gehen möchten, eine politische und dann juristische. Aber ja, da stellen sich Fragen, denke ich, das müsste man schon anschauen. Ja. Herr Glättli, Verhältnismäßigkeit in Gesetzen, da haben wir in den letzten Jahren ja einiges gesehen. Sie haben es schon erwähnt, es wurden immer neue Überwachungsgesetze eingeführt, das BÜPF, das Nachrichtendienstgesetz. Und viele Sachen, die wir beide zum Beispiel für eher unverhältnismäßig und ausgeschlossen hielten, wie die Kabelaufklärung oder die Vorratsdatenspeicherung, wurden entweder eingeführt oder sogar noch erweitert. Im Namen der Sicherheit ist eben wirklich sehr viel möglich. Wäre es nicht besser, quasi Sie preschen vor und sagen jetzt im Parlament einen Vorstoß lancieren, wir wollen das quasi präventiv ausschließen, verhindern und setzen uns im Parlament für ein Verbot ein von der automatischen Gesichtserkennung. Ja, das ist eine gute, letztlich politische Frage, weil es ist darum geht, natürlich, welche Strategie hilft uns vielleicht eben wirklich mit etwas mehr Ruhe und Abgeklärtheit über das Thema zu diskutieren. Und da könnte ein solcher Vorstoß die Möglichkeit dazu sein, obwohl ich ihm natürlich ganz offen gestanden jetzt prima vista nicht eine sehr große Erfolgsgarantie schon im Voraus gebe. Die zweite Frage ist natürlich rein von der Grundausgestaltung unseres Rechtsrahmens, ist es so, dass trotzdem, auch selbst wenn es ein solches Verbot, ein generelles gäbe, könnte natürlich dann durch ein einzelnes Gesetz das wieder in einem spezifischen Falle aufgehoben werden. Und aber ich denke, es wäre sinnvoll, die Debatte zu führen, eben nicht im Nachgang irgendeines emotional berechtigterweise aufgeladenen Moments, sondern quasi in ruhiger Verfassung. Und ich glaube, es ist schon nötig, da auch ja, sich bewusst zu sein, wie weit das Parlamentarier bereit sind zu gehen. Ich habe nicht von einer SVP-Persönlichkeit, sondern von einem Vertreter der Freisinnigen Partei beispielsweise mal den Vorschlag erhalten. Ich könnte doch mit ihm zusammen etwas machen gegen die datenschutzrisch problematische Öffentlichkeitsfahndung. Das ist ja problematisch, dass man Gesichter quasi öffentlich publiziert und dann sagt, diese Person ist eben irgendwie bei als Hooligan oder whatever unterwegs gewesen. Wer ist das? Wir wissen nicht. Und dann sein Vorschlag, um das datenschutzfreundlicher zu machen, war: Wir haben ja die biometrischen Daten von allen Leuten, die Gesichter bei dem Pass in der Passdatenbank, und wir könnten dann doch einfach einen automatischen Abgleich machen. Dann wissen wir, wer das ist, und dann müssen wir nicht mehr diese Person öffentlich ausschreiben. Also das ist solche Gedanken werden gemacht doch von einer Partei, die sich noch liberal nennt. Jana Honecker, wir kommen zurück zu Ihnen. Wir haben gesehen im Parlament. Stehen die Chancen jetzt nicht so wahnsinnig hoch, dass Herr Glättli ein Verbot durchkriegen würde? Es braucht also gesellschaftlichen Druck, es braucht eine Diskussion in der Zivilgesellschaft. Wie können Sie Druck machen, damit ein Verbot möglich wird oder zumindest eben gewisse rote Linien gegen diese Überwachung gesetzt werden können in der Schweiz? Ich gebe ja auch Workshops für Jugendliche, junge Erwachsene, und das sind die Smartphone-Generation, und ich staune immer wieder, wie gut sie ihr Gerät bedienen können und wie wenig sie die Grundlagen eigentlich kennen und verstehen und wo sie ihre Daten verstreuen. Ich weiß, da ist sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf. Was viele zum Beispiel auch nicht wissen, dass man Emotionen aus den biometrischen Daten, aus den Gesichtszügen lesen kann. Gibt es auch sehr viele heikle Anwendungen. Für mich ist es ein ganz starkes Anliegen, dass wir mal die Leute aufklären. Ich denke, da ist die DigiGES auch gefordert.
Und ja, vielleicht ein Experiment, dass man mal eine Stadt auswählt und sagt, da probieren wir das jetzt mal aus, weil das fördert natürlich die Diskussion. Also nur schon, dass man sich damit mit dem Thema auseinandersetzen muss, zwingt die Leute dann, sich auch zu informieren. Sie haben kurz erwähnt, dass man das Beispiel nehmen könnte, das international relativ gut funktioniert. Es gibt, glaube ich, in verschiedenen Ländern, aber insbesondere in den USA eben Vorstöße, die Gesichtserkennung in einzelnen Städten zu verhindern, zu verbieten. Ich glaube, San Francisco haben Sie genannt. Es gibt auch andere Beispiele. Wäre das vielleicht ein Weg, ja, den man in der Schweiz gehen könnte, dass man sich zum Beispiel Zürich jetzt mal vornimmt? Und wie würden Sie das machen? Haben Sie das? Ja. Ja, ist natürlich eine Herausforderung, wie wir jetzt gerade schon gehört haben. Da gibt es sehr viele Komponenten, die zusammenarbeiten müssen. Und da ist die Arbeitsgruppe der DigiGels daran, sich zu überlegen, wie macht man das am besten. Aber ja, ich denke, auch gerade weil in der Wirtschaft viele Anwendungen vorhanden sind, Kameras sind schon überall gegenwärtig. Man sieht auch nicht, was für Software ist wo angewendet. Man hat keine Ahnung als unbescholtener Bürger. Ich denke, es ist sehr wichtig. Und gerade eine Stadt Zürich, ich weiß nicht, diejenigen, die den Vortrag vorher von Andreas Gebhardt gehört haben, er gibt das Beispiel von 0,6, glaube ich, Fehlerrate, wenn jetzt zum Beispiel der Bahnhof Zürich überwacht würde, dann sind das doch mehrere tausend Leute, die einer falschen Identifikation ausgesetzt wären. Also ich denke, es wäre ein sehr interessantes Experiment, das in Zürich mal durchzusetzen. Herr Glättli, Sie sind ja Präsident der Grünen, wie wir am Anfang gehört haben. In Zürich haben wir eine grüne Stadträtin, die Vorsteherin ist des Sicherheitsdepartements, Karin Rickard. Könnten Sie ihr nicht einfach sagen, sie soll das mal quasi im Stadtrat diskutieren und beschließen, dass die Stadt öffentlich erklärt, wir machen das nicht, wir werden sicher keine automatische Gesichtserkennung in der Stadt Zürich einsetzen. Was meinen Sie? Also ich denke, das ist durchaus sinnvoll, jetzt mal ganz grundsätzlich zu versuchen, eine solche Kampagne allenfalls auf einer kommunalen, städtischen Ebene anzustoßen. Ich gebe diese Anregung gerne weiter. Also ich habe auch schon andere Anregungen gegeben, zum Beispiel meine ganze Kritik an diesem Pre-COP-Programm. Also das ist Software, die versucht quasi vorauszusagen, wo dann Verbrechen passieren, vor allem Einbrüche oder so. Ich finde das auch sehr problematisch. Ja, und sonst gibt es ja auch eine breite links-grün-alternative Mehrheit im Parlament, die dem Stadtrat das dann allenfalls auch vorschreiben könnte. Von dem her erfolgsversprechender Pfad im Grundsatz, aber die Schwierigkeit wird dann im Detail liegen, weil natürlich das immer im Rahmen des übergeordneten Rechts dann auch gemacht werden muss und man wiederum, leider wiederhole ich mich, man dann nicht verhindern könnte, dass wenn dann auf schweizerischer Ebene eine andere Mehrheit automatische Gesichtserkennung in einem bestimmten Kontext erlaubt, dass das dann auch für Zürich gilt. Aber die Debatte könnte man und in einem Ort, wo man vielleicht sogar dann die Möglichkeit hat, auch eine politische Mehrheit auch dafür zu finden. Hätte man denn in der Stadt die Hoheit? Sie sind ja die oberste Datenschützerin des Kantons Zürich. Und wenn jetzt die Stadt kommt und sagt, wir machen das sicher nicht, wie würden Sie das sehen als Datenschützerin des Kantons? Hat die Stadt hier die Hoheit? Darf sie das durchsetzen? Wäre das eine Möglichkeit und würden Sie das unterstützen? Also ganz konkret jetzt ausgerechnet für die Stadt Zürich bin ich im Aufsichtsbereich nicht zuständig. Das wäre jetzt in diesem Fall sehr schade. Ja, also ich denke, die Aufsichtsbehörden, es gibt ja für die Stadt Zürich schon auch eine Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, die haben schon Instrumente, auch einzuschreiten oder irgendwie das zu beeinflussen, das gibt es dann schon. Also es ist nicht so, dass einfach etwas ja, gemacht werden kann, ohne dass das irgendwie überprüft werden kann.
Aber was ich denke, was ganz grundsätzlich wichtig ist, ist auch die Aufklärung der Bevölkerung. Das ist wirklich auch ein Punkt, also dass die Bevölkerung sich bewusst ist, was das bedeuten würde, was das heißt und dass sie sich auch daran erinnert oder aufgeklärt wird darüber, was der Ursprung und was die Grundlage dieses Grundrechts überhaupt ist. Dass wir freie Menschen sind in einer demokratischen Gesellschaft und dass wir das Recht darauf haben, uns auch entsprechend zu entfalten und ganz frei zu verhalten. Und eine solche Überwachung jetzt flächendeckend in einer Stadt und noch jetzt wieder in der Kaskade so hoch mit Gesichtserkennung und dann allenfalls auch automatisierte Gesichtserkennung, würde natürlich das Verhalten verändern und das würde die Menschen manipulieren. Und ich denke, dieser Punkt ist wichtig, dass die Bevölkerung sich bewusst ist, was das bedeuten würde. Die Leute würden dann nicht mehr in die Moschee gehen, je nachdem. Da wären wir wieder beim Anfangsbeispiel. Und leisten Sie solche Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung, um auf diese Gefahren aufmerksam zu machen, als Datenschützerin oder genau. Ihre Behörde? Ja, genau. Das ist Teil unserer Aufgabe und das ist mir ein großes Anliegen. Da setze ich mich sehr stark dafür ein. Ja. Super. Okay. Vielen Dank. Wir kommen langsam zum Schluss vom Gespräch bzw. vom Podium. Wir können dann öffnen, in den Chat die Fragen nehmen. Wir haben gesehen, es gibt hier in der Runde quasi überall ein Interesse, aber überall auch klare Schwierigkeiten. Jeder allein oder jede allein wird es nicht durchsetzen können. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt und hoffentlich können wir dann vielleicht in einem Jahr am nächsten Winterkongress hier uns noch einmal versammeln und schauen, wo wir stehen, wenn die Stadt schon mal vielleicht eine Initiative ergriffen hat. Ich möchte jetzt aber gerne die Runde eröffnen in den Chat und schaue mal kurz nach, was da für Fragen gekommen sind. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht... Da gibt es eine Frage, haben aktuelle Gesichtserkennungssysteme eigentlich Probleme mit den allgegenwärtigen Corona-Masken? Das ist eine technische Frage jetzt eher. Möchte das jemand von euch, von Ihnen kurz beantworten, bitte? Die wurde schon beantwortet, by the way, im Chat. Nein, inzwischen nicht mehr. Offenbar kann Gesichtserkennung selbst mit Corona-Maske über Augen und Stirn und so weiter die Person erkennen. Ja, vielleicht kann ich da kurz Auskunft geben. Gerne. Also 80% der Gesichtserkennung, die im Moment in Gebrauch ist, erkennt genau die Stirn und die Nasebereich, die Abstände und auch wie dunkel. Also eigentlich ist genau die Gesichtsmaske der Teil, den es nicht braucht. Aber das ist einfach der Stand im Moment. Ich denke, wie gesagt, es kommt eine große Welle von anderen Gesichtserkennungsformaten, die funktionieren anders. Okay. Ich finde hier gerade ziemlich viele Diskussionen, Gespräche, aber nicht unbedingt Fragen ans Podium. Bitte setzt eure Fragen rein, wenn ihr etwas zu fragen habt. Hier steht zum Beispiel, wenn die Gesichtserkennung verboten würde, dann werden eben Ganganalysen verwendet oder so. Das ist ein interessanter Hinweis, ja. Also wenn man jetzt politische Initiativen macht, möchte sich da mal jemand äußern von Ihnen, müsste man tatsächlich nicht nur ans Gesicht denken vielleicht, sondern an andere Verfahren gleich. Das wäre allerdings nicht so kompliziert. Also man kann ja einfach biometrische Verfahren zur Identifizierung schreiben und damit wie Gesichtserkennung. Und dann ist allen klar, dass das gemeint ist, aber auch andere. Also da habe ich jetzt das Gefühl, das ist juristisch weit weniger herausfordernd, als zum Beispiel in der Stadt eine Formulierung zu finden, die dann gilt, auch wenn schweizerisch was anderes beschlossen wird. Ja, und was ich vielleicht noch ergänzen kann, es gibt, also ich finde ganz grundsätzlich, dass alle biometrischen Daten sensible Daten sind, aber ich denke trotzdem, dass es innerhalb von biometrischen Daten wie Klassen gibt. Also es gibt beispielsweise diese biometrischen Daten, bei denen ich jetzt gar nicht merke, wenn sie erfasst werden, wie beispielsweise die Gesichtserkennung. Die Gangart wäre auch eine solche
ein solches biometrisches Datum. Mhm. Beim Fingerabdruck beispielsweise, das bekommt man meistens irgendwie mit, wenn der verwendet wird. Also, wobei es gibt auch da ganz spezielle Geschichten, je nachdem. Aber also ich denke, dort spielt es, und das macht die Gesichtserkennung doch, denke ich, noch sensibler, weil man wirklich durch die Straße gehen kann und nicht mal bemerkt, dass dieses biometrische Datum je nachdem verwendet wird. Ja, es gibt ja auch noch die Stimmerkennung, die ja bereits die Postfinanz zum Beispiel einfach gesammelt hat. Es gibt sehr viele solche Beispiele, ja. Ich denke, auch ein Gesetz müsste ganz umfassend biometrische Daten und vielleicht, wie Sie vorschlagen, in den verschiedenen Stufen. Das ist eine gute Idee. Wir hatten das übrigens auch uns gefragt, als wir den Titel für diese Veranstaltung gesucht haben. Natürlich sprechen wir von biometrischer Überwachung insgesamt, aber uns erscheint eben, wenn man von Gesichtserkennung spricht, dass das den Leuten noch irgendwie besser nachvollziehbar und verständlich ist. Und auch dieser Titel Reclaim Your Face, ein sehr schöner Titel ist, mit dem wir gerne arbeiten. Aber es geht tatsächlich nicht nur darum, sondern auch um andere Formen. Hier steht noch ein Kommentar: Gesetze sollten nicht nur verhältnismäßig sein, sie müssen die Grundrechte einhalten. Artikel 35 der Bundesverfassung schreibt vor, dass die Grundrechte in der gesamten Rechtsordnung somit auch in Gesetzen zur Geltung kommen. Das ist sicher richtig, aber wer möchte das kommentieren? Herr Glättli. Aber das Parlament hat hier eine Doppelrolle, eine ganz bewusste. Also wir als Gesetzgeber sind einerseits, haben wir unsere Interessen, unsere politischen Inhalte einzubringen, und andererseits müssten wir dann aber uns zurückziehen und eben genau diese Frage prüfen. Ist es verhältnismäßig, aber ist es auch kompatibel sonst mit dem Rechtsrahmen und insbesondere mit den Grundrechten? Und das Parlament ist leider nicht immer fähig, diese neutrale Überlegung auch so zu machen. Und wir haben dann leider in der Schweiz nicht ein Verfassungsgericht, das dann das auch überprüfen könnte, sondern vielmehr ist es so, sobald etwas Gesetzesform hat, ist es dem Bundesgericht quasi entzogen, auf die Verfassungsmäßigkeit geprüft zu werden. Das heißt, paradoxerweise ist es so, dass Gesetze eigentlich stärker sind als die Verfassung bei uns in der Schweiz und nur über den Umweg des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs kann man das dann einfordern, weil es eben ein Gesetz gibt, das dann dem Bundesgericht, das Bundesgerichtsgesetz, das dem Bundesgericht wiederum erlaubt, wenn ein Urteil aus Straßburg kommt, dann dem wieder Nachachtung zu verschaffen. Etwas kompliziert, vereinfacht gesagt, uns fehlt ein Verfassungsgericht. Genau, deswegen haben wir ja auch diese Europäische Menschenrechtskonvention verteidigt vor 2 Jahren oder 2019 gegen die SVP Selbstbestimmungsinitiative, weil es wirklich dringend notwendig ist zum Schutz der Grundrechte in der Schweiz. Es gibt noch eine weitere Frage, die interessant ist. Erhalten Staaten ohne Datenschutz einen technologischen Vorsprung dank umfangreicheren Datensätzen zum Training ihrer KI-Systeme? Frau Blonski, könnten Sie vielleicht dazu etwas sagen? Oder auch Jana Honecker? Ja, das ist eine gute Frage. Also das Beispiel China wird ganz häufig beigezogen. Dort ist es tatsächlich so, dass es ein anderes Grundrechtsverständnis gibt und andere Vorschriften bestehen. Und soweit ich weiß, gibt es tatsächlich im KI-Bereich Systeme, die beispielsweise bei der Gesichtserkennung insbesondere asiatische Gesichter erkennen, weil es dort viel Bildmaterial gibt, weil das trainiert wird mit diesem Material. Fühlen Sie sich benachteiligt, dass die Schweiz da gewisse Grenzen setzt? Gut. Ich schaue mal noch weitere Fragen. Ich sehe gleich das Zeichen, wir haben noch Zeit. Es sind hier mehr Kommentare. Ich sehe mehr Kommentare als Fragen.
Da ist eine Frage. Frage ans Podium. Ist Gesichtserkennung effektiv der Hauptschauplatz? Da kann ich mich ja dagegen schützen. Gegen Gang- und Tanzkörpererkennung hingegen weniger. Sollte man die Diskussion nicht eher generell auf biometrische Erkennung legen? Ich glaube, wir haben das beantwortet. Wir denken, dass es natürlich alles integrieren muss. Aber vielleicht ist die Frage durchaus berechtigt. Wir in einem leicht anderen Sinn haben wir sie noch nicht beantwortet. Wir schauen uns manchmal so ein bisschen diese komplett dystopischen Projekte an, wie China, Totalüberwachung der Innenstädte zum Beispiel. Schauen wir an den richtigen Ort, wenn wir dieses Thema diskutieren, wenn wir von der Überwachung der Städte reden oder so? Oder sind es eben nicht eher diese schleichenden Prozesse, diese kleinen Projekte, die gerade noch sinnvoll erscheinen und so weiter, auf die wir mehr aufpassen müssten? Vielleicht, Frau Blonski, Sie könnten vielleicht auch, weiß nicht, erwähnen, was wurde schon alles durchgewunken in Ihrer Behörde, wo Sie dann denken, als einzelnes Projekt ist das vielleicht akzeptabel, aber wenn man sieht, in welche Richtung das geht, dann macht das doch Bauchschmerzen. Ja, ich habe gerade kein Beispiel dafür. Also gab es nicht zum Beispiel im Stadion, im Fußballstadion, wurde es nicht dort schon eingesetzt oder war es nicht die Idee, dass man Eingangskontrolle bei Fußballstadien, damit man die Hooligans, die sogenannten Hooligans quasi raussortieren kann? War das nicht in Diskussion oder sogar teilweise schon eingesetzt? Ja, das stimmt. Das ist schon eine gewisse Zeit her. Diese Diskussion gab es. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat, aber ich denke, es wäre sicher auch so ein Beispiel für diese Ausweitung und Erweiterung von gesetzlichen Bestimmungen. Also dass zunächst für einen bestimmten Bereich, zu einem bestimmten Zweck biometrische Daten eingesetzt werden und dann, wenn man sie mal hat. Ein Beispiel ist sicher auch das Passgesetz bzw. das Ausweisgesetz, das die Inhalte des Passes regelt. Und dort ist vorgesehen, dass das nur zur Überprüfung der Identität bei der Einreise und so weiter vorgesehen ist. Das ist eine Frage der Zeit, dass sich das entwickelt. Und als das eingeführt werden sollte, das war etwa 2009, denke ich, dieser biometrische Pass, war das auch ein Thema, dass klar gesagt wurde, wir müssen vorgeben, dass das zu einem ganz bestimmten Zweck nur verwendet werden darf. Und ich sehe dort die Risiken, dass das einfach ausgeweitet wird. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich bringe noch mal eine Frage vom Chat. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Eine Frage zur Debatte in der Schweiz. Welche Rolle können Privatwirtschaft und Forschung in dieser Debatte spielen? Wie verschiedene Diskussionen aus den USA zeigen, Stichwort Project Maven, gibt es in den Reihen der Entwickler durchaus auch starke ethische Bedenken und das Bedürfnis, sich in die gesellschaftliche Debatte einzubringen. Gibt es hier konkrete Projekte in der Schweiz seitens des Chaos Computer Clubs zum Beispiel, diese Community gezielt anzusprechen? Ja, ist eine sehr gute Frage. Wer möchte da antworten? Jana vielleicht? Jana Honecker? Ja, soviel ich weiß, gibt es da in der Schweiz im Chaos Computer Club keine gezielte Gruppe, die das bearbeitet. Es ist natürlich eine starke Überschneidung von DigiGES und CCC Schweiz. Viele sind Doppelmitglieder, das heißt, die Fachgruppe ist auch von Leuten im CCC bestückt, wie auch in meinem Fall. Ich denke, da ist Handlungsbedarf rundum. Wir haben Google in Zürich zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer alles sonst noch, die beiden ETH, EPFL, Lausanne, sind sicher auch in der Forschung aktiv in diesem Bereich, würde ich vermuten. Mhm. Vielleicht, Frau Bonski, wissen Sie, was überhaupt alles geforscht wird in der Schweiz? Gibt es da einen Überblick? Weiß man das? Also einen Überblick kann ich nicht geben. Also Google ist in Zürich, wir tauschen uns nicht mit Google aus. Auch mit der ETH weniger. Also ich denke, die ETH ist sicher eine Institution, die in diesem Bereich weit forscht. Das denke ich schon.
und auch ein Gewicht hätte oder hat, wenn sie das irgendwie beeinflussen möchte, das denke ich schon. Ja, da gibt es schon Wege. Ja. Also Google wäre sicher eine gute Adresse, um sich da quasi mit dieser Absicht an Techniker und Forscherinnen zu wenden. Eine sehr gute Idee, finde ich, die man sich überlegen müsste. Ich kriege das Zeichen hier, dass wir zum Schluss kommen müssen. Wir haben die Dreiviertelstunde ausgereizt. Herzlichen Dank schon einmal euch allen, Ihnen allen für das interessante Gespräch. Ich finde es wirklich sehr anschaulich zu sehen, wie aus diesen unterschiedlichen Perspektiven Datenschutz, Politik, Zivilgesellschaft quasi alleine nicht rote Linien gesetzt werden können oder nur sehr schwierig. Es braucht offenbar ein Zusammenspiel und es braucht eine gesellschaftliche Sensibilisierung und mehr Druck von unten, damit wir rote Linien gegen diese doch sehr dystopische Form der Überwachung setzen können. Herzlichen Dank auch an das Publikum, an die Fragen. Es tut mir leid, ich habe sicher nicht alle Fragen im Chat sehen können. Es ist ein bisschen challenging, da eine Diskussion zu leiten und gleichzeitig im Chat zu scrollen. Aber wir treffen uns gleich anschließend in der Lounge, wo wir quasi einen Open Space haben. Alle von uns, glaube ich, sind noch dabei und wir können dort weiter diskutieren und Sie können Ihre Fragen stellen. Herzlichen Dank und bis gleich im anderen Raum.